Ich dachte, ich muss rübsen. Herzlich willkommen zu Die Woche mit Sin and Skate. Im ersten lief die Eifelpraxis, eine Dosis Leben. Klingt total dramatisch. Das ist ein Film oder eine Filmserie um eine Ärztin aus Berlin, keine Ärztin, Krankenschwester aus Berlin, die in die Eifel zieht. Hausfrauenfilm, whatever. Auf jeden Fall ist aber auch ein Arzt im Rollstuhl. Das ist der Chef dieser Berlinerin. Und in dieser Folge ging es um einen jungen Mann, der nach einem Autounfall im Rolli gelandet ist und ganz schön durchhängt. Wir haben eigentlich erst was total Furchtbares befürchtet. Tatsächlich ist der Patient auch in einem total schrecklichen Kackfass-Rolli. Aber mit dem Arzt im Rollstuhl konnten sie es dann doch nochmal retten. Was auch positiv anzumerken ist, ist, dass es erörtert wurde, zwar nur ganz kurz angerissen, dass Laufen gar nicht das vorrangige Problem bei den beiden ist, sondern eher die Potenz oder auch Impotenz. Aber Liebe ist doch mehr als nur. Vor allen Dingen haben wir vorher gedacht, dass es echt scheiße wird, weil wir jemanden kannten, der da mitgemacht hat. Nämlich der Philipp war im Video drin als Skater. Und jetzt denkt nicht, dass wir dachten, dass es scheiße wird, weil Philipp dabei war. Nein, deswegen dachte ich, der rettet das Ganze. Aber er hat uns halt von dem Dreh erzählt und daher wussten wir schon einige Details, die wir vorher nicht kommunizieren durften. Und dachten so, ach du Scheiße, echt jetzt? Also, dass der sich quasi im Skatepark umbringen will, so hieß es. Im fertigen Film kommt es ja nicht so drüber. Willst du dich umbringen? Oder das ist ja Selbstmord, Sport ist Mord. Ne? Also gar nicht so dramatisch irgendwie, wie es sich irgendwie vorher anhörte. Und wir dachten, oh Gott, das kann ja nicht sein. Aber es sieht eher so aus, als ob er sich den Mut fasst und einen Drop-In probieren will. Wenn auch ohne Helm und ohne Schoner. Das sollte nicht so sein. Wenn ihr das dann testen wollt, gern. Aber setzt euch einen Helm auf. Dass der Arzt als jemand, der eine Hauptrolle hat, einen Aktivrollstuhl hat und der da als Patient auftritt, eben so eine totales Kack, was gar nicht passt und einfach nur bäh ist, will nicht so ganz einleuchten. Sorgt aber für lustige Szenen, wenn der Rolli-Arzt den Rolli-Kackfassfahrer im Wald aussetzt, der wupp einfach so umkippt. Und es dann nicht gebacken kriegt, die Handbremsen anzuziehen vom Rolli, die Feststellbremsen, und dann eine Stunde lang nicht in den Rolli wieder zurück schafft, weil er immer wieder wegrutscht und abflutscht und dann gewittert es. Und ja, AD-Drama halt, ne? Gewitter. AD-Drama, es gewittert. Jedenfalls, was ich die ganze Zeit in diesem Film sagen wollte, am liebsten wäre ich sofort dahin gegangen und hätte gesagt: Stopp! Das Problem ist nicht Sex. Das Problem ist auch nicht, dass er. Ja doch, vielleicht, er braucht ein bisschen Psychodoktor eigentlich. Aber das eigentliche Problem ist, er braucht einen vernünftigen Rollstuhl und er braucht ein Rollstuhltraining. Das ist sein Problem. Aber auf mysteriöse Art und Weise schafft er es doch immer die 5 Stufen in seine Wohnung. Genau, die Wohnung ist nicht barrierefrei, das hat man gesehen. Aber der Typ kann sich nicht mal umsetzen ins Auto, aber in seine Wohnung kommt er natürlich. Fragen über Fragen, vielleicht gibt es ja noch mal eine Hintergrundstory von der AD. Wir sind gespannt. Also alles in allem viele Punkte, wo wir uns denken, hä, oder unfreiwillig komisch, aber im Großen und Ganzen haben wir es uns echt schlimmer vorgestellt. Ich denke, es kommt dann. Und eben, wie gesagt, einige Themen, wo ich dachte, ach, guck mal, schön, dass das mal angesprochen wird. Aber leider eben nur am Rande. Vielleicht kann die AD ja demnächst mal uns fragen, wenn sie so ein Thema anspricht, was wir denn vielleicht dazu denken würden. Vorher. Haben die das nicht? Ja, die wollten erst mich als Stuntman. Ich hatte nur keine Zeit und deswegen haben die dann, oder habe ich den Philipp empfohlen. Soweit, so gut. Ich habe aber schon eine ganze Menge mit denen telefoniert in der Redaktion, um halt so gewisse Fettnäpfchen, in die so Produktionen gewöhnlicherweise treten, möglichst zu umkurven sind. Hat nur teilweise was gebracht. Das heißt, selbst wenn das mit Absicht gewesen ist, dass der Arzt diesen guten Rollstuhl und der andere Patient da dieses Kackfass hat, hätte man es doch thematisieren können. Ja, der hat diesen Kackrollstuhl, weil er sich ja weigert, einen anpassen zu lassen oder so. Das hätte ja voll in die Story gepasst, aber ja. Es hat keiner gemacht. Komm, wechsel. Nee, so, klick. Allein, dass jemand aus Berlin
in die Eifel zieht. Eigentlich müsste die durchhängen. Wer macht denn sowas? Wer zieht denn aus Berlin weg? Ich habe ein Paket bekommen. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber in diesem Paket war ein Banshee-Bungee. Und ich will mich jetzt nicht von der nächsten Brücke stürzen, sondern das ist dafür gedacht, dass man genug Geschwindigkeit auf kurzer Strecke bekommt, um bestimmte Tricks zu machen im Skatepark. Da, wo nicht genug Platz ist für einen richtigen Anlauf, kann man sich mit dem gespannten Seil quasi katapultieren lassen. Scheiße teuer das Ding, aber ich habe dir gut zugeredet. Ich wollte schon ewig haben und dann dachte ich, was bringt. Jetzt können wir es testen. Wir können euch jetzt noch kein Video geben von dem Test, denn das ist noch nicht gelaufen. Ich habe es gerade erst bekommen. Aber das dürfte bald folgen. Und wenn ihr das selber mal sehen wollt, ob es funktioniert oder vielleicht sogar selber testen wollt, kommt auch einfach am 11. Februar in die Skatehalle Dortmund und dann testen wir es gemeinsam beim WC Mix-Treff. Nur mal so ein Angebot. Was hast du denn da für eine schöne Mütze auf dem Kopf? Schön, ne? Hm? Meine, und neue, der Pulli? Meine neue Winterkollektion. Nein, ist von Schwalbe. Ich will mich nicht mit fremden Reifen schmücken. Das sowieso nicht. Ich habe auch Schwalbe, die mich ja schon seit Jahren unterstützen. Ist und aber nass. Ein bisschen. Kommt gerade aus der Waschmaschine. Ja. Schwalbe, die mich ja schon seit Jahren unterstützen, haben mich auch dieses Jahr wieder ausgestattet mit einer wunderschönen Kollektion für ihre Athleten. Mantel für den Herrn und den Stuhl. Oder so ähnlich. Genau, Mantel gab es natürlich auch, jede Menge Reifen, damit ich wieder voll Gummi geben kann. Wir danken Schwalbe, dass auch weiterhin unterstützt wird, dass wir weiterhin Reifen bekommen ohne Ende. Nicht frieren wunderschöne müssen. Klamotten. Und dass diese Unterstützung auch wieder für die nächsten 2 Jahre feststeht. Und wenn auch du so eine schöne Mütze haben willst, dann komm zum Skate-Treff. Oder irgendwo anders hin, genau, wo wir sind. Denn wir sind auch Mützen. Aber nur solange der Vorrat reicht. Es gibt nur ganz wenige. Diese schönen Pullover sind übrigens noch seltener. Deswegen, so leid es mir tut und so schön ich diesen Pullover finde und ich am liebsten jeden von euch einen schenken würde, tut mir leid. Es gibt nur einen. Ich habe auch nur einen bekommen. Aber trotzdem, vielen Dank. Und deswegen, Mützen könnt ihr haben, Cappies könnt ihr haben, Pullover. Tut mir leid. Ja, das war's auch schon diese Woche. Viel um den heißen Brei geredet. ich rede immer viel um den heißen Brei. Auf jeden Fall, wir sehen uns nächste Woche wieder. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, die Woche mit Sid & Skate. Tschüss und bleibt sitzen. Ey! Egal, ich geh jetzt skaten.